Klimaschutzdämme sind die Alternative zu Sandsackdämmern. Reißfeste PVC-Zeltplanen werden hochfrequent zu Schläuchen verschweißt und können ganze Orte vor Wassermassen schützen. Biberschutzdämme können sehr rasch aufgebaut werden. Zusammengerollt können die Schläuche von zwei Mann getragen werden. Der erste Schritt zum Aufbau ist das Ausrollen. Biberschläuche gibt es in Längen von 5, 10 und 20 Metern. Dann wird ausgeklappt, denn zwei Biberschläuche sind fest miteinander verbunden und ergeben einen Biberdamm. Das gibt Stabilität und verhindert ein Wegrollen. Als nächstes werden die Biberschläuche mit Luft gefüllt. Am einfachsten und schnellsten geht das mit einem Motorgebläse, das mit Schlauch und 55er Staatskupplung angeschlossen wird. Ein patentiertes System ermöglicht, dass Biberdämme endlos aneinandergefügt werden können. Die beiden Schläuche sind versetzt angeordnet, ein Ende ist offen und hier verjüngen sich die Schläuche nach oben. Am anderen Ende verjüngen sie sich nach unten und sind mit einem Stulp versehen. Die beiden Enden passen zusammen und der Stulp wird übergezogen. So sind die Verbindungen dicht. Die Packgurte werden jetzt montiert, damit sie bis zum Abbau nicht verloren gehen. Jetzt können die Biberdämme in jede gewünschte Position mit Ecken und Kurven gebracht werden. Im letzten Arbeitsschritt werden die Biberschläuche nun mit Wasser befüllt. Feuerwehrschläuche werden mit der Storzkupplung angeschlossen. Das Wasser wird aus Hydranten oder mit Pumpe gleich aus dem hochwasserführenden Gewässer geholt. Aus diesen kleinen Öffnungen entweicht nun die Luft und sobald das Wasser austritt, werden sie verschlossen. Nun liegen die Biberschutzdämme stabil. Immerhin wiegen 20 Meter Doppelschlauch gefüllt mit Wasser rund 12 Tonnen. Sie passen sich optimal dem Untergrund an und die Verbindung zum Boden wird dadurch wasserdicht. Biberschutzdämme gibt es in 5 verschiedenen Durchmessern als Doppel- und auch als Einzelelemente. Durch den Aufsatz eines Einzelelements auf ein Doppelelement wird der Stau um 75% erhöht. So können Wassermassen bis zu 1,20 Meter Höhe zurückgehalten werden. Zeit ist im Katastrophenfalle der entscheidende Faktor. Für einen 200 Meter langen Sandsackdamm mit 75 cm Höhe benötigen 20 Mann rund 10 Stunden zum Befüllen und Aufbauen. Ein gleich großer Biberschutzdamm ist in nur einer Stunde fertig. Zum Antransport des Sandes werden 6 Lkw-Fuhren mit je 30 Tonnen benötigt. Für den Biberdamm reicht ein kleiner Lkw oder ein Hubschrauber. Das sind die Antworten, warum bei Hochwasserkatastrophen Biberschutzdämme die Menschen vor Schaden und Leid bewahren können.